3 meter. Saya pun turun. Begitu turun, saya naik kabel. Ya Allah, ternyata rumah sudah tenggelam semua. Okay, saya tahan dulu. Indonesien 2018, dort gab es ein ganz schwere Erdbeben mit Tsunami, wo mehrere tausend Menschen ihr Leben verloren haben. Und wir waren 2 bis 3 Wochen später vor Ort. Das war für mich eine der schwierigsten Reisen, eine der schwierigsten Hilfsaktionsreisen, die ich je durchgeführt habe. Seelisch, es war sehr schwer. Er konnte das nichts tun. Er hat nur das Stimme von seinen Kindern, Sadiq, gehört. Er hat versucht, mit Flasslicht nach unten ein Licht zu machen. Sein älterer Sohn, Sadiq, hat gesagt, aber ich habe dein Licht gesehen. Ich habe dein Licht gesehen, wir sind hier unten, hilf uns aber. Aber er kann gar nichts tun. Und er hat gesagt, okay, Sadiq, sag Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wir haben da die Leichengerüche noch im Kopf. Wir sind über Gebiete gegangen, wo viele Häuser kaputt gegangen sind und wo die Menschen... Wir haben Orte gesehen, wo die Häuser auf einmal so runtergegangen sind. Dementsprechend haben wir Geschichten gehört, wo 20 Menschen am Laufen waren. Der eine guckt nach hinten, hinter ihm war niemand mehr. Die wurden von dem Erdboden, vom Boden verschluckt. Wir haben Orte gesehen, wo sich der ganze Boden gedreht hat. Wir haben Orte gesehen, wo teilweise Häuser 5 Meter höher als die anderen Häuser gelegen haben. Die Straße ging eigentlich von hier so weiter. Und seht ihr, was aus der Straße passiert ist? Das ist die ehemalige Straße. 5 Meter Ton. Ungefähr 5 bis 10 Meter ist die Straße komplett runtergegangen. Lass mich diesen Abend feiern. Lass mich diesen Abend weinen. Seine Frau und sein jüngerer Sohn hat sie nicht mehr gehört, aber sein älterer Sohn hat sie noch ein bisschen gesprochen. Hat sie auch beigebracht, dass sie Allah gesagt. Inshallah sind die Shahid. Wahnsinn. Und heute haben wir hier noch mal gesehen, dass Krokodile im Wasser waren. Krokodile im Meer, das habe ich noch nie gesehen. Das heißt, sie mussten durch die ganzen Leichen, was hier durch die Gegend ist, was im Wasser noch ist, mussten die angezogen worden sein. Und diese Reise hat mich extrem mitgenommen. Es ist zwar 2 Jahre her, aber habe ich immer noch im Kopf. Das werde ich auch nie loswerden. Das ist leider Emotionen. Wir können uns nicht mehr kontrollieren. Das ist bei uns. Das ist sehr schwer. Bruder, inshallah sind die Shahid. Bruder, komm. Komm, Bruder, es wird schlimmer für den Vater. Warum wir jetzt dieses Video machen, ist, dass es überall auf der Welt Katastrophen gibt. Wir dürfen nicht wegschauen, wir müssen helfen. Warum wir dieses Video machen, ist, dass es eigentlich jeden überall auf der Welt mit Schicksalsschlägen treffen kann. Mit Katastrophen treffen kann. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein, wir müssen seelisch wie körperlich auf diese Katastrophen vorbereitet sein. Wir müssen dafür was tun, dass wir anderen Menschen helfen und lass uns gemeinsam die Welt in einen besseren verändern. Dua.